Die Natur ist vielfältig und wunderschön, aber das Überleben in der Wildnis kann hart sein und so entwickeln sich Lebewesen sehr speziell. Es geht um Mimikry, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Beim Mimikry ahmt eine Lebensform eine andere nach, um gewisse Vorteile daraus zu ziehen. Es ist so, als wenn ich mir einen Super Mario Anzug anziehe, dann findet ihr mich auch cooler. Aber man muss Begriffe auseinanderhalten. Wir alle kennen wandelnde Blätter oder Stabheuschrecken. Sie sehen nahezu identisch wie Äste oder Blätter aus. Der Vorteil? Sie werden von Fressfeinden nicht entdeckt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Mimikry, sondern um Mimese. Man unterscheidet dabei, dass sich lediglich an die Umgebung angepasst wird und nicht eine bestimmte andere Gattung imitiert wird. Besonders witzig finde ich in dem Fall die Topse, die aussehen wie Steine. Wir sind Freunde, wenn du dich wie ein Stein tarnst. Zusätzlich will ich das Thema Tarnung ansprechen. Sehr viele Arten tarnen sich durch Färbung und Körperform und sind dadurch quasi unsichtbar. Vögel, die aussehen wie ein Stück Holz, Geckos als Baumrinde oder natürlich ganz klar Tintenfische, die Pigmentzellen auf ihrer Haut anpassen können und sich dadurch sogar an unterschiedliche Oberflächen angleichen können. Bei Mimikry existieren noch vielfältigere Unterbeschreibungen, die im Laufe der Jahrhunderte beschrieben wurden. Um es etwas verständlicher zu machen, halte ich es aber leicht. Man unterscheidet grundsätzlich vom Schutzmimikry und Lockmimikry. Von Schutzmimikry spricht man, wenn Arten Farbmuster einen gewissen Laut oder Geruch entwickeln, der ihrem Schutz dient, in der Regel um potenzielle Feinde abzuschrecken. Anders als bei der Tarnung, also nicht unbedingt um sich zu verstecken, sondern eher um eine Gefahr zu mimen. Der Naturforscher Henry Walter Bates entdeckte bei einer Amazonas-Expedition in Brasilien, dass sich ungefährliche Schmetterlingsarten mit einem ähnlichen Muster schmückten, wie welche, die für Fressfeinde zum Beispiel ungenießbar oder zu wehrhaft sind. Damit wird es unwahrscheinlicher, dass sie gefressen werden, da sie mit gefährlichen Arten verwechselt werden könnten. Wir alle kennen Schwebfliegen, das sind diese kleinen, komisch hin und her fliegenden Insekten, die vom Muster aussehen wie eine Wespe und euch an einem schönen, sonnigen Schwimmbadtag nerven. Mit dem Aussehen sind sie nicht alleine. Es gibt viele weitere Beispiele von diesem schwarz-gelben Muster, das bei Bienen, Wespen und so eigentlich Gefahr signalisiert und diese Nachahmer das evolutionär übernommen haben, obwohl sie eigentlich harmlos sind. Ein ebenso oft auftretendes Muster kann man bei Schlangen finden. Bei der Korallenotter gehen wir aufgrund der Farbgebung direkt davon aus, dass sie uns umbringen kann. Und ja, tatsächlich ist das bei ihr auch der Fall. Sie ist eine sehr gefährliche Giftnatterart. Das haben sich aber andere Schlangen nicht zweimal sagen lassen und orientieren sich mit ihrem Muster ganz klar an dieser Korallenotter, obwohl sie ungiftig und sogar nahezu ungefährlich sind. Okay, aber Muster haben wir langsam gecheckt, das ist jetzt nicht das Spannendste der Welt. Die Raupe des Schmetterlings Hemeroplanes triptolemus sieht literally aus wie eine Schlange. Hierbei ist nicht nur das Muster anders, sondern eine erschreckend ähnliche Kopfform, bei der sogar die Augen einer Schlange und weitere Details imitiert werden. Wirklich der Wahnsinn, wie weit Evolution gehen kann, um sich einen Vorteil anzueignen. Doch wie bei jeder evolutionären Nische sind Jäger nicht weit weg. Beim Lockmimikry wird diese Nachahmung nicht zum Eigenschutz verwendet. Wir alle kennen Seeteufel oder Anglerfische, die mit ihrer Angel einen Wurm imitieren, damit Fische Bock zu fooden haben und dann selber zum Food werden. Das sind die gruseligsten Tiere, die ich mir vorstellen kann. Das wünscht man keinem. Hey, Alter, siehst gut aus. Weg von der Tierwelt, ab in die Pflanzenwelt. Auch da gibt es Mimikry. Die vielen Arten der Ragwurzen sind erschreckend detailreich. Ihre gesamte Blüte stellt offensichtlich äußerlich ein Insekt dar. Sie locken die Männchen sogar obendrauf mit einem Sexualduft an, um sich davon bestäuben zu lassen. Tatsächlich schadet das den Insekten nicht. Sie werden nicht getötet wie bei anderen Lockmimikry. Von dem her sei den Ragwurzen an der Stelle verziehen für diese perfide Art und Weise. Rafflesien sind eine noch eigenartigere Pflanzenart. Farbe, Größe, Geruch und die Struktur. All das täuscht Fliegen an, dass es sich bei der Pflanze um einen Kadaver handeln könnte. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Duft dementsprechend nicht allzu angenehm ist. Man merkt dadurch, Mimikry kann mehr als nur ein Muster sein. Es ist oft eine Anpassung ganz vieler Reize über sämtliche Lebensformen hinaus. Hallo? Ich bin hier drüben. Ende.